Betrachtet wird die Funktion f von x ist gleich x² mal 2 hoch 2x, bestimme die Krümmung der Funktion um Punkt x gleich 2 und berechne anschließend die Fläche im Intervall 0, 2 zwischen der Krümmungsfunktion, also der zweiten Ableitung, und g von x gleich 2 hoch 4x. Also, ist eine Menge zu tun. Aber ich habe es soweit schon mal vorbereitet. Wir haben jetzt hier erst einmal die Krümmung zu bestimmen, und zwar an der Stelle x gleich 2. Dafür brauchen wir die zweite Ableitung von der Ausgangsfunktion f von x. So, wenn wir uns die mal angucken, dann haben wir ja hier jetzt wieder eine Exponentialfunktion mit einer 2 in der Basis. Und wenn man die Ableitung bilden will, dann hat man das Problem, dass man bei Exponentialfunktionen mit verschiedenen Basen, die jetzt nicht e sind, hat man das Problem, dass es keine Ableitungsregeln gibt. Na, und das ist halt immer schwierig dann abzuleiten, weil sich jetzt für jede mögliche Exponentialfunktion die Ableitung zu merken, das sprengt absolut den Rahmen und das macht kein Mensch. Also gibt es da einen Trick, du kannst die Exponentialfunktion mit der Basis 2 einfach in einer E-Funktion umändern und dann die Ableitungsregeln von der E-Funktion verwenden. Das bedeutet also, wir müssen das so umschreiben, dass E und ln sich theoretisch wegkürzen würden und dann wieder 2 hoch 2x steht. Das ist ja diese Exponentialregel hier, dass man, wenn man die 2x als Doppelexponent hat, dass sich das dann hier als Faktor ergibt. Das würde dann aber wieder zum Exponenten werden und dann hätte man wieder das, was man ursprünglich hier gegeben hat. Das heißt, diese beiden Ausdrücke sind hier völlig identisch und deswegen haben wir jetzt eine E-Funktion geschaffen, die wir wunderbar ableiten können. So, wir haben jetzt hier eine Produktregel, x² mal und dann wieder irgendwas mit x, das heißt, wir müssen die Produktregel anwenden und entsprechend haben wir dann natürlich x² abgeleitet, wären 2x und dann einmal e ln 2x abgeschrieben, findest du dann hier wieder und dann plus und jetzt einmal x² abgeschrieben, findest du jetzt hier, multipliziert mit der Ableitung von e ln 2 mal 2x. Das heißt, da müssen wir einmal oben den Exponenten ableiten. Da kommt raus 2 mal ln 2. Das findest du hier. Ln 2 mal 2 oder 2 mal ln 2 ist das gleiche. Und da muss dieses e einmal noch abgeschrieben werden. Das ist ja auch immer so bei einer Ableitung. Wenn du eine e-Funktion ableitest, ist es sozusagen immer in jedem Fall das einmal abgeschrieben, was da steht, aber dann immer nochmal die innere Funktion abgeleitet und das ist eben der Exponent, der hier abgeleitet werden muss. So, das ist jetzt unsere erste Ableitung und die wollen wir natürlich erstmal ein bisschen umsortieren. Wir haben in beiden Summanden hier, das sind ja hier ist etwas und dann Plus und da ist noch etwas, sind zwei Summanden und da steckt jedes Mal das e ln 2 2x drin, hier oben. Das heißt, das können wir ausklammern. Und wenn wir das ausklammern, dann bleibt in der Klammer alles das stehen, was ansonsten noch da so ist. Na, das ist jetzt ja hier, also e, das e-Ding ist hier ausgeklammert und jetzt haben wir hier noch das 2x, was da rein muss. Und da muss dann auch noch rein plus, 2 ln 2 x², also noch dieser ganze andere Kram hier. Das habe ich zum Teil dann, ist es hier so ein bisschen mit den, ich habe es ein bisschen geordnet, ne? Also dass jetzt hier die 2 vorne steht, ln 2 x², so würde man das halt schöner aufschreiben, aber es ist natürlich das gleiche wie das oben. Okay, das ist unsere erste Ableitung und jetzt braucht man natürlich noch die zweite Ableitung, so hart es ist, aber hier haben wir wieder ein Produkt aus irgendwas mit x mal irgendwas mit x, also wieder Produktregel und da gehen wir genauso vor wie eben gerade auch. Wir müssen erst einmal diesen ersten Faktor ableiten, das wäre dann 2x abgeleitet, sind hier diese 2, dann das andere abgeleitet ist 4 ln 2x, ich denke, das ist noch okay, dann multipliziert mit einmal einfach nur der zweite Faktor hier abgeschrieben und jetzt plus jetzt ist das hier einmal abgeschrieben, findest du jetzt hier und jetzt der zweite Faktor einmal abgeleitet ist ja wieder 2 ln 2 und das findest du hier, 2 ln 2, das habe ich so nach vorne gezogen, mal und dann hier die e-Funktion einmal noch abgeschrieben. So ähnlich wie eben gerade. So, jetzt haben wir hier wieder dieses mit dem e hier und da, in beiden Summanden, was wir ausklammern können. Das machen wir natürlich auch, das habe ich jetzt in diesem Fall jetzt hier hinterher geschrieben, ob man das da vorne schreibt oder hinten, ist egal. Und jetzt muss wieder alles andere, muss jetzt wieder in diese Klammer. Und hier habe ich einen Schritt jetzt übersprungen, den du aber hoffentlich trotzdem noch nachvollziehen kannst. Also alles das, was jetzt nicht e ln 2 2x, das muss da rein. Das heißt, diese Klammer hier und diese Klammer hier. Aber zu dieser Klammer gehört noch dieser Faktor hier. So, und das muss man noch ausmultiplizieren. Also hat man hier, hat man 2 ln 2 mal 2x, das sind 4 ln 2x. Und die findest du 4 ln 2x, die hier bei der Multiplikation rauskommen, zusammen mit diesen 4 ln 2x kann man noch addieren, dann hast du 8 ln 2x. Somit dieses hier und dieses hier schon mal totgeschlagen. Die 2 findest du hier hinten, plus 2. Und jetzt hast du hier noch 2 ln 2 mal 2 ln 2x², das sind ja logischerweise 4 ln 2, ln hoch 2x.
2x2 Quadrat und die findest du jetzt hier. Da muss man noch einen Zwischenschritt machen, weil man das hier noch ausmultipliziert und dann ist es ein bisschen einfacher zu sehen. Ich hoffe, es ist aber trotzdem verständlich, dass alles das, was überbleibt, jetzt hier in der Klammer ist und das ist auch korrekt. Ich habe das eben gerade nochmal alles korrekt nachgerechnet und das passt. Okay, dann haben wir hier unsere zweite Ableitung. Viel mehr können wir jetzt hier nicht machen. Aber wir müssen natürlich, um jetzt zu checken, was jetzt bei x gleich 2 ist, ob das jetzt eine Rechtskrümmung ist oder eine Linkskrümmung, müssen wir die 2 da einsetzen. Kommt da jetzt eine Zahl raus, die kleiner ist als 0, dann wäre es eben eine Rechtskrümmung. Wenn da etwas rauskommt, was größer ist als 0, dann ist es eine Linkskrümmung. Naja, und wir haben jetzt hier eine Linkskrümmung, weil das, was da rauskommt, größer ist als 0. Das heißt, wenn ich die 2 in die zweite Ableitung reinsetze und da kommt dann 332,44 raus, ist es eine Zahl, die größer ist als 0, also in jedem Fall eine Linkskrümmung. Und das können wir natürlich auch grafisch nochmal überprüfen. Wenn du dir diese Funktion hier anschaust, naja, dann hast du hier erst, na, wir gehen das ja mal hier so durchgehen, wir haben hier zuerst eine Rechtskrümmung bis ungefähr hier. Da haben wir dann eine Linkskrümmung und diese Linkskrümmung, die hört auch nie wieder auf. Die geht die ganze Zeit weiter bis nach da oben. Das heißt, ich kann hier gar nicht den Punkt bei x gleich 2 sehen. Du siehst, das hier ist die x gleich 2 und der Graph, der ist da noch lange nicht. Aber ich wollte jetzt auch das Koordinatensystem hier nicht so verzerren. Aber man sieht auch, das kommt auch überhaupt nicht wieder runter. Das heißt, diese Funktion hat erst eine Rechtskrümmung und geht dann hier ungefähr, hier ist der Wendepunkt. Da geht es eine Linkskrümmung über und das bleibt die ganze Zeit eine Linkskrümmung, auch bei x gleich 2. Und insofern können wir das hier auch nochmal grafisch bestätigen, dass das so ist und hier eben eine Linkskrümmung bleibt. Okay, jetzt sollen wir noch das Integral bilden und dann müssen wir nochmal in die Aufgabe gucken. Da heißt es, wir sollen die Fläche im Intervall 0 bis 2 bestimmen zwischen der Krümmungsfunktion, das ist wichtig, also nicht der f von x, sondern der f2 von x und g von x ist gleich 2 hoch 4x. So. Also zwischen der f2 von x und eben dieser g von x, die hier gegeben ist, ich habe das einfach mal übertragen, die g von x ist gleich 2 hoch 4x, machen wir wieder den Trick, dann haben wir e hoch ln 2 4x, da haben wir wieder also eher eine e-Funktion, die wir besser integrieren können, auch beim Integrieren ist es ja immer so, dass man bei Exponentialfunktion mit irgendeiner Zahl als Basis hat man nicht nur Schwierigkeiten beim Ableiten, sondern auch beim Integrieren. Jetzt haben wir hier eine E-Funktion, die können wir besser integrieren. Und zwar ist das natürlich hier 1 durch. Und da muss man überlegen, was würde beim Ableiten hierbei rauskommen. Beim Ableiten würde hierbei rauskommen 4 ln 2. Also schreibt man das in den Nenner vom Faktor. Der Faktor vor dem E ist eine 1, die man hier weggelassen hat. Also 1 durch 4 ln 2, was man hier als Faktor sozusagen davor schreibt. Und dann eben nochmal das E ln 2 4x muss nochmal abgeschrieben werden dahinter. So, und jetzt machen wir nochmal die Kontrolle. Ist das wirklich die Stammfunktion? Wenn du das jetzt hier nochmal ableitest, dann siehst du, das ist der Faktor hier, der mitgeschleppt wird. Und ln, also wenn man jetzt oben hier den Exponenten ableitet, dann kommt raus 4 ln 2. Das würde sich dann hier mit dem Nenner kürzen und dann hätte man wieder diese Ausgangsfunktion raus. Und dann kann man eben nochmal ganz schnell überprüfen, hat man das da richtig gemacht? Und ja, das hat man da richtig gemacht. So, dann stellen wir einmal das Ganze auf. Wir wollen die Fläche haben zwischen 0 und 2. Das heißt, es ist die Integralschleife mit ihren Intervallgrenzen. Und zwar eben unter meiner Funktion der f2 von x. Ne? Das ist diese Funktion hier. Die findest du hier. Ne? Also 4 ln 2 x² plus 8 ln 2 x plus 2 mal e hoch ln 2 2x. Das habe ich einfach sozusagen hier reingeschrieben. Dx, das soll nach x integriert werden. Minus das Integral von eben dieser Funktion, die du hier siehst, also diese e hoch ln 2 4x, steht da auch einfach nur so übertragen. Okay. Jetzt kennen wir ja, also wir wollen jetzt die zweite Ableitung hier, die wollen wir wieder integrieren. Naja, wenn du f2 von x integrierst, bist du bei f1' von x. Das heißt, f1' von x können wir hier oben hier ablesen, das ist ja das hier. Ah, das ist ja hier dieses Ding hier in unserer letzten Form und deswegen können wir dieses schon jetzt als Stammfunktion verwenden. So, das heißt, das hier, wenn ich das integriere, brauche ich dafür keine Regeln, weil ich kenne es ja schon, weil ich es ja vorher durchs Ableiten bin ich ja schon auf f2' von x gekommen, also gehe ich jetzt wieder einen Schritt zurück und sage, okay, das ist jetzt hier halt f1' von x und kann das dann sozusagen als Stammfunktion hier verwenden und minus, naja, diese Stammfunktion, die ich mir hier überlegt habe und das auch wieder im eckigen Klammern mit den Intervallgrenzen 0 und 2 versehen. So.
Tja, jetzt ist es nur noch daran, hier einzusetzen. Das heißt, wir setzen einmal die 2 ein. Wenn du die 2 einsetzt, kriegst du 2 hoch 2 sind 4. Multipliziert mit der 2 ist dann hier diese 8 ln 2. Also das kann man hier gut machen. Dann die 0 eingesetzt, führt dich zu 0 insgesamt, weil, naja, hier kommt 0 raus, wenn du eine 0 einsetzt. Und hier kommt auch 0 raus, weil ja x Quadrat, wenn du da eine 0 einsetzt, 0 rauskommt. Also wird das alles 0. Das heißt, die untere Grenze brauche ich sozusagen gar nicht mir hier weiter angucken. Es reicht also, die 2 hier einzusetzen. Und dann habe ich schon das Ergebnis von dieser ersten eckigen Klammer. Minus und dann einmal Obergrenze eingesetzt, dann kommt das hier raus mit der 2 und einmal die 0 eingesetzt, dann kommt das hier raus. So, dann haben wir alles, was wir brauchen, kann also in Taschenrechner und das sollte insgesamt die Fläche von 60,75 Flächeneinheiten hier rauskommen. Das heißt, die E's kann man zusammenpacken, das heißt, man hat die Exponenten, die man da subtrahieren muss. Also bleibt das A hier wieder oben als Faktor und dann E ln C x minus x, also minus den Exponenten von dem E, denn ich habe ja hier geteilt durch D hoch x gerechnet. Also wenn man die Basen gleich hat bei einer Division, darf man die Exponenten subtrahieren, das ist hier passiert.